Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout Helm. Ja, wir haben das Geheimnis hier um Gordo gelüftet und um seinen Kollegen, der doch nicht tot ist, aber jetzt ein Baum mit einem riesigen Gesicht. Und wir dürfen hier immer noch keine Base bauen. Er sagte, wir sollen in ein paar Tagen wiederkommen, dann hat er was für uns. Und so würde ich sagen. Ein paar Sachen zu verkaufen hätten wir. Weiß nicht, was wir genau brauchen, um Dinge. Naja, ist ja nicht auch egal. Könnten ein paar Sachen verkaufen und uns mal eben von der Strahlung befreien lassen. Ja, ich glaube, das machen wir. Auch nach Sam's Haven, ne? Watch where you're going. Nö. So, verkaufen wir mal ein bisschen Kram. Hey Hop, lange nicht mehr da gewesen. Was geht? Alte Fischnase. What do you say? Right. We have a little. Ja, noch zu quatschen. Die Zap-Pistole behalten wir. Das Ding kann weg. Leuchtet, wie sie hier kalibriert. Kann weg, kann weg. Kritische Treffer bringen das Ziel zur Raserei. Dann behalten wir auch mal auf. Da haben wir nichts. Guck mal, ziemlich viel Essen los werden hier. Ja, eigentlich irgendwie gar nichts, ne? Kriegsgeld, wow. Überfälliges Buch, nee. Die Modelle kriegst du nicht. Nee. Reicht ja, um gerade mal eben die Strahlung loszuwerden, ne? Eisbolzen, vielleicht brauchen wir sie noch mal eines Tages. Munition wiegt ja so nichts. Ja, brauche ich. You've come to the right place. Bin echt krass verstrahlt, Doc. Take care. Danke. Haben wir denn Leckeres zu essen? Was nicht gerade direkt wieder voll verstrahlt ist. Noch Fuchsding. Ja. Fäule. Geil. Und das essen wir auch. So, jetzt die Frage: Was machen wir? Da sollen wir bald mal wiederkommen. Brücke nach Francis könnten wir machen. Erinnerung an Sid. Ja, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, wir machen das. Ja, eigentlich kurz speichern, bevor wir dahin teleportieren, Leute. Nein, Simpon Sketchy Draw and Go. Wie sieht das aus, als wäre die nicht richtig geladen? Nee. Wir gehen mal rein und sagen dem Typen mal Bescheid, dass wir seine Gesangsbücher haben. Hey Kollege, gibst du mir jetzt den Schlüssel? Hey, hier. Do you have the hymnals? Ja, this is the last hymnal. Let everything that had breath praise the Lord. Here, please. Take the tickets as your just due. We'll begin rehearsing at once. Return in 1 week. Yes, 1 week shall be enough time. And hear the adoration of the word brought to life once again in music.
Juhu. Na toll, in der Woche sollen wir nochmal wiederkommen. Ach ja. Am Schluss noch einmal. Was? Load of crap. Bombers first. So, Tommy is join today. Nee, vielleicht will ich nicht. Gerade hier sind, was machen wir? Stehst du denn da so rum? Achso, du stehst einfach nur so rum. Wenn ich hier bei der Tower Bridge und hier nochmal gucken will. Ja, komm. Nein, Beef Eater. Was geht denn hier? Ey, lass mich in Ruhe. Oh nein, da sind noch mehr. Hatte ich euch nicht schon umgebracht? Ich hatte euch doch schon alle umgelegt. Au. Ah, benutzt doch noch einen Stimpenge. Au. Aha. Kacke, wenn man so blöd ist, weh. Ich bade. Ist denn das Ding wert? Oh, 75 Wicht, aber 13, ne? Staatsrüstung. Also eine Hellbade. Ein Sturmfeuerzeug und eine Rabenmaske. Naja, ein Holzspieß hat sie gern. Aber jetzt, wo die Waffen wieder vernünftig Schaden machen, kann man hier auch mal durch, will. Keine Schläge. Hier mal eben irgendwo pennen oder so. Oder ein paar Stunden warten. Da beim Rathaus, da waren wir auch noch nicht drin, ne? Ne, ich glaube, dann bin oben auf der Brücke. Ja, da drin. Ja. Dann gehen wir mal hinein. Hey, nicht auf mich. Au. Au. Na, schade. Cannibalen-Outfit. Bin ich hier nie wenig drin gewesen. Das ist eine Einsteigerkiste. Wir haben zwar voll viel 45er Munition, aber nicht eine Waffe dafür. Bin doch hier schon gewesen. Das ist called Scarborough Fair by the beautiful
Camilla's choice. Liebe Band hier, nice. Jetzt sind wir hier nämlich auf der anderen Seite. Das hier. Rot. Patron 15 Stück. Oh, wir können eben warten. Ja, nice. Ja, ich will hier nicht unbedingt in der Nacht rumrennen. 5 Uhr morgens reicht ja. Das Gewehr ist geil mit Doppelschüsse. Ja, direkt doppelten Schaden. Und ist sehr genau. Ja, irgendjemand ballert hier nämlich rum. Dann muss ich leider erstmal den Rückzug antreten. Splittermine ist da oben. Ist da oben deine Splittermine? Warum fehlt ein Stück Textur? Ich wollte ja nicht runterfallen. Er sieht nur immer die Mine, ne? Was gibt's denn hier? Ah, schönen Schädel. Den gibt's hier. Ja, den brauche ich jetzt gerade nicht. Obwohl es ein echt schöner Schädel ist, ne? Ein Hypo. Nice. For tomorrow. Ich will ihm nachladen. Hey. Au, was macht sie denn für einen krassen Sprungangriff? Gekochte Bonbons. Was haben wir denn noch Schönes hier? Oh, knusprige Marienke. Ja, nice. Oh. Wow, er schreckt mich doch nicht so.
Summertime. Ja, nein. Diesmal machen wir so Platte. Hufeisen. So, es macht einfach nur zwei Stahl. So. Wieder eine Heizpause. Nice and right. Das sollte sie trotzdem nicht unterschätzen, ne? Komm schon. Ja, das wollen wir alle. Hey, verfrucht. Nee, Kühlerkeule, komm. Klappen wir auch nochmal rein. So, dann sind wir die Typen da schon mal los. So. Suchst du da noch zu schwimmen oder was? Wieso schwimmen die hier durch? Genau. Kanonenkugeln. Die haben bestimmt noch gute Munition dabei und so. Keine Ahnung, warum der so am Zucken ist. Er wird wohl seine Gründe haben. Nehmen wir uns hier mal ein kleines bisschen um. So, ich mich wieder weg. Haben wir hier. Eine verbesserte Truhe. Oh. Eine Kampfflinte. Ja, nice. 13 Pfund Münzen. Was war das für eine geile Knarre? Gedämmt, leicht 9 mm als Schulter, Leuchtvisier. Alter, die ist ja geil. Ja, man kann schon geile Sachen finden. So, also eine Stengun wäre auch ganz geil. Kommen wir von da aus wieder weg. Naja, man lebt nur einmal. Dafür hat es sich ja schon gelohnt. Die haben hier gekämpft. Gegen Plünderer.
So, ich freue mich über die Beute. Oh, was sah denn? On right away. Nice. Wirbelsäule. Naja. Man weiß nie, wann man mal eine Wirbelsäule braucht, ne? Oh. Dass das Ding daneben geschossen hat. Gib mir die Strohpatrone. Das leckere Pferdefleisch. Hat aber eigentlich offensichtlich eine Pfanne, ne? Ja. Hm. Kommen wir denn hier hin? Der War Machine. Let's prepare. Sieht verdächtig aus. Ja. Diese Dinger. Lass mich in Ruhe. Und wer bist du denn? Etwas eingeschlagen. Oh, ein Roboter, Reparatursatz. Dankeschön. Es gibt ja hier doch noch nette Leute. Wow, hallo. How you doing? Moin, ja. Where you going? Wer seid ihr denn? Hallo. Extra River Museum. Kommt man hier rein? Ja, da muss ich rein, ne? Den haben sie abgefackelt hier. Ja, ab rein da. Jack's the Ripper Museum. Komm, mach mal fertig. Was haben wir denn hier? Die dunklen Geheimnisse von Whitechapel. Super sleuths, welcome to the Jack the Ripper Dark Secrets of Whitechapel holotape tour. I'm your guide, and I'll be taking you on a chilling journey through one of history's most infamous unsolved mysteries. Our story begins in the year 1888, in the grimy, gaslit streets of London's East End, the district of Whitechapel. It was a time of poverty, overcrowding, and social unrest. In the autumn of that year, terror gripped the heart of Whitechapel as a series of gruesome murders began to unfold. The victims, all women, were brutally mutilated and left in horrifying states. The unknown killer, who would later become known as Jack the Ripper, operated with a chilling efficiency, seemingly vanishing into the night after each grisly act. Despite the efforts of the London Metropolitan Police, the true identity of Jack the Ripper has remained one of history's most enduring mysteries. The killer's letters taunted investigators, adding to the intrigue.
Countless theories and suspects have been proposed over the years, from surgeons to artists, nobles to commoners. Yet, Jack's true identity remains elusive. As we journey through Whitechapel's cobblestone streets, we'll visit the sites of the infamous murders, the places where terror once reigned. Step carefully as we delve into the shadowy alleyways where Jack's victims met their gruesome fates. Feel the weight of history as we explore the twisted alleys and dark corners that once served as the backdrop to this terrifying tale. In the end, the mystery of Jack the Ripper endures, a haunting reminder of the darkness that can lurk beneath the surface of any city. We may never uncover the truth, but we can remember the victims and the chilling legacy of this enigmatic figure. Thank you for your attention and joining us on this journey into the heart of one of London's greatest mysteries. Remember, as we explore these dark corners of the past, we honour the memory of those who walked these streets long ago. Greetings, fellow listeners. You're on The Men with Nigel the Nihilist. Beyond the Sea. Yeah, what a lovely trek. Here we go. Ah, da ist wieder eine Tür bei, ne? Da komme ich nicht rein, weil Meistertür. Nee. Wie soll sich das denn merken? Eine Patrone. Nice. Exit. London. Irgendwie ein bisschen unheimlich der Ort hier. Ah, Mist. Da ich mir das nicht alles merken kann, schreibe ich mir das jetzt auf. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen hier. Ah, Klingkorn. Nice. Wo komme ich hier hin? Hm? Okay. Deswegen ist mal ein Safe Place, Mann. Und wir können nach oben fahren. Yay! Aufwärts! Dann hier geiles. Cool. Sehr schön. Da sind wahrscheinlich die Asgeier oder was? Wilson Atomics. Ist ja geil. Oh. Treffer mit unbewachten Angriff und Nahkraften verursachen mehr Schaden. Cool. Ist sehr schön hier. Geil. Ja, da ist das Schloss hier mit den Asengeier, ne? Oh, es geht ja sogar hier noch, ne? Hier hin? Hier hinten. Achso, einfach nur wieder runter, oder? Achso. Ah, das werden wir aber wahrscheinlich überleben, wa? That madman Lawrence is so stingy with supplies. Who does he think he is? What? Fine day for it, ain't it?
Keine Ahnung. Ich bin zum ersten Mal hier. How you doing? Ja, how you going? St. Georg. Lebt ihr hier? Was denn hier? I'm knackered as fuck. We're being beasted by the last Guinness Walker, everybody. Was hier ein Cheese stand? Oh, nice. Ein 455er Patrone. Mist. Ein Stück überladen hier. Ich hoffe, die haben hier einen Händler. Aber bestimmt, wa? Das sieht doch aus hier, als könnte man da hin. Ach, die Brotherhood. British Military Zone, do not enter. Ja, entweder sind die in der Feuerstation oder woanders. Oh, hier gibt es auch wieder so viel zu entdecken, Leute. Kante. So, fangen wir mal mit Britain, St. Georgi an. Ja, sind auch ein paar Dinge. St. George, Schlüssel erforderlich. Komme ich da überhaupt irgendwie rein? Wieder am anderen Ort geöffnet. How you doing? Ja, wie komme ich da rein? Da bin ich nicht würdig. Lass mich da rein. Fine, Dave. Do you mind? Ja. Oh, da komme ich gar nicht rein. Ne? Noch Keller? Ne. Dann gehen wir mal hier in die Feuerwache. Ist man mal 20 Minuten unterwegs, zack, bist wieder überladen, ne? So. Ich glaube, wir müssen nach Sam's Helden. Ich kann nämlich nichts mitnehmen hier. Ich kann hier echt mit niemandem reden. Nicht eine wichtige Person hier. Fine day for it, ain't it? Ja. Komm ich hier rein? Hm. Keiner, der mit mir reden will hier. Ihr seid voll gemein. So komme ich da nicht rein. Fine day for it, ain't it? Ja. Das ist auch wieder nur so ein Mist hier, ne? How are you doing? Wahrscheinlich auch zu irgendeiner Quest. Da kommen wir nicht rein. Britain, awake. Fine day for it, ain't it? Ja. How you doing? Ah, ihr seid doof. Geh wieder. Muss nämlich Kram loswerden. Davon eine Menge. Ja, ich muss erstmal Kram loswerden, Leute. Aber ich glaube, in der nächsten Folge machen wir erstmal mit der Quest von den Vagabonds weiter. Das wird ja auch noch recht interessant. Hey, aha, Alter. The first trident. What are you buying? What are you selling? Weapon City. Jo. Zwei Stück haben wir davon. Oh, oh. Das
10 kann weg. Ja, 25% mehr Schaden. Ja. Hier noch. Ansonsten haben wir nur so viel Kram dabei, ne? Weißt du was? Ich verkaufe die komischen Dinger hier. Käferfrucht. Ja. Das kann schon mal weg. Sehr viel Zeug da rein. Sehr viel. Kann weg. Yep. My hounds learned to swim today. So proud of them. Okay, er freut sich. Dann bringen wir jetzt noch mal ein bisschen Kram weg. Ah, gut, alter Kocher, da bist du hier. Here's the famous freshly squeezed with Ich glaube, die würde ich jetzt behalten und dafür kann die Shotgun weg, oder? Deswegen macht 25% mehr Schaden, könnte man aber auch umbauen zum Gewehr, ne? Ja, 112 Schaden, ne? Hier. 4. Reichweite 11, ja. Die beiden Sachen können weg. Ja, 50, das Ding macht 56. 36, Feuerrate 5. Was mag ich schon? Kein Charme. Gamma-Kanone, kein Augenblick. Das kann alles weg. All 27 Äpfel, ne? Ich könnte mal nicht mal essen, mal. Ein Doktor geht. Blüten. Ich muss das ganze Zeug benutzen. Es ist einfach zu wie. Wenn wir durchscrollen, dauert hier ja ewig keine. Zaubermilch. Oh, minus 600, ne? Ist das strong? Okay. Wo sind wir denn hin? Ah, das ist hier vorne, ne? Treffen wir morgen? Ja. Alter Fall, das machen wir dann an einem anderen Zeitpunkt, wenn ich, ne? Ich wollte mal gucken, wie die aussieht. Ja. Ah. Da. Mal eben was essen hier. Und dann gehen wir weiter. Ist ja nicht so weit von hier. Ja, eine Gude da drin, die hatten wir ja eigentlich schon erledigt. Thanks for that one. Freshly squeezed.
Some might call this on the nose. I call this treasure. Here is Fallout in London by Seth Bentos. Hier was drin? Hier was drin? Kann sein, dass wir das schon rausgenommen haben. Scrap. Oh. Hier waren wir aber auch noch nicht mehr. Dünger, nice. Zement, heute Düngemittel. Ja, was können wir denn herstellen? Hyperheld. Sonst nehmen wir es? Nein. Heilung? Nein. Vektor? Nein. Sonst leider nichts. Was ist das hier für eine schöne, coole, kleine Ziegen? Oh, noch mehr von den Viechern hier. Lebst du noch? Ja. Die pennen hier einfach. Ne? Da noch was drin? Nö. Schade, die Bahn wird wohl nicht mehr fahren. Wie habe ich das denn übersehen? Naja, man kann so viel übersehen hier. So ein bisschen Müll und Scheiß aus sich, denke ich. Ah. Gehen wir mal hinein. Nein. Tun wir nicht. Relativ viele Bude. Charlie's Vegetable Store. We only have 4 barrels of vegetables. Bentos next win. But I just don't care. Die OP-Handschuhe? Nee, das war. Alter, irgendein Schrotthändler hier, ne? Roter Teller. Blaue Farbe. Spielzeugrakete. Ich bin im Bett hier. Ich übersehe nie. Tut mir leid. Schalten Nummer 9. Dann nehmen wir es mal mit. Aber den waren wir. Das Ding ist so gut, aber ich glaube, ich nehme. Die als Nummer 2. Und rein mit uns. Jo Leute, dann ist aber auch die Folge jetzt gleich vorbei. Und danach kümmern wir uns um Yvette. Heißt sie so? Weiß ich. Haben wir in der Zwischenzeit sehr viele andere Sachen gemacht, als ich den Namen vergessen habe. Ups. Glaube, die alle sind schon tot.
Der sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Naja. Nächste Folge geht's weiter, Mann. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanalunterstützer Gerd Lorenei, Sascha Teves, Ist halt so, Nageltermin, Hate und Du und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.